Leiter dieses Instituts begrüßen wir Sie recht herzlich zu der Video-Lehrfilm des Muay Thai Studio. Durch die Aufgabe des Muay Thai Studio, wir haben uns jetzt entschlossen, ein Filmverfahren in dem aus dem Videos Lehrfilm, damit dass die Auszubildenden, deren die nicht Möglichkeit haben, an uns in der Lehrinstitut ausbilden lassen, die Möglichkeit haben, dass man sich durch Video-Lehrfilm auch unseres Wissen und der Kunst der thailändischen Sportkampf erlernen zu können. Wir haben uns nicht nur in einer einfachen Disziplin das thailändische Sportkampfkunst. Eigentlich das thailändische Sportkampfkunst, es gibt viele Spartigen von den verschiedenen Kampfdisziplinen. Man teilt sich auch zu zweit, indem eine mit der Waffenkampf und eine waffenlose Sportkampfkunst. Diese beiden Faktoren entspricht sich nach dem Vorfahren des thailändischen Sportkampfs. Dieses Wissen gewähren wir uns durch unsere Vorfahren, denn ihr für uns diese Kampfkunst erfunden hat und sich für den Teil der Freiheit gekämpft. Er hat alle Technik und Übungen nur durch sein Leben dafür besagen müssen. Ich wünsche Ihnen, dass Sie jetzt die Möglichkeit haben, ein Video-Lehrfilm-Verfahren von uns erlernen zu können. Der Teil des Sportkampfschüler, der sich vorbereitet zur Aufnahme des Unterrichts. Bevor wir weiter lernen, zuerst einmal muss man lernen, zu wissen, dass der Teil ist sehr sie in sich eine Zeremonie bedingt und ist auch öffentlich gegenüber, indem dass man sich vor und nach dem Training begrüßen will. In die erste Linie sei die erste eine neutrale Begrüßung, indem man den Fuß zusammenzieht. Diese zusammenziehen sei dass wir sind gleiche Ebene, von Lehrer als auch Schüler. Bleibt sich gleich, ob die Lehrer oder die Schüler in welcher Wand sich befinden. Immerhin die beiden gehören sich nur unterschiedliches Wissen, aber nicht unterschiedliches von Menschenwürde. Der linken Hand ist eine Hauptsymbol, wobei das sich hinsehen als Kampfschüler. Er möchte Kampf lernen, dann macht man ein Symbol der Faust. Bevor er Kampf lernt, dann hat man als linke Hand eine Handlecke, wobei die das besagt als Pardon. Dieses Symbol des thailändischen Sportkampfes zeigt, dass man sich begrüßen und dass man sich gegenseitig respektiert von Schülern, von Lehrern und alle Mitschülern. Stufe wird eine einheitliche Begrüßung von allen Disziplinen des Teils des Sportkampfes, indem dass man sich eine alte Tradition der Thais zu begrüßen. Diese Begrüßung ist nicht religiöses bedingt, sondern eine Darbietung und Dankbarkeit an den Lehrer. Und die gleiche Symbol bedeuten wie die vorherige Begrüßung.
Details beginnt seine Kant mit der Fußstellung an. Wenn die Fußstellung nicht stimmt, dann kann die gesamte Kant nicht mehr stimmen. Genauso wie ein Chips. Wenn die, wie heißt der denn hier? Dahin, den Schwanz, nicht mehr, dann kann man auch nicht mehr steuern. Ich weiß nicht, wie er heißt, ich muss nochmal nachfragen. Die Ruder. So, beginnt mit der Fuß, ja, wie die vorherigen Abbildung zu sein. Einer Fuß liegt hinter, anderer Fuß hinaus, dreht sich von hinterer Fuß weit aus und hebt die Fersen hoch und dreht sich bis zum nach außen. Ja, genauso durchmachen. Und zwar erst einen Fuß nach hinten bündig hinlegen, umdrehen, dass man sich die 90 Grad circa erreichen und hebt die Ferse hoch und zieht das raus. Wobei achtet man darauf, dass in dieser Ferse außerhalb die Linie befindet, um damit die gesamte Kammtechnik entsprechend ist. Wird nochmal von vorn gesagt, zuerst einmal einer Fuß nach hinten, dreht sich nach außen, hebt die Ferse hoch und dreht weit aus, dass man da steht. In diesem Fall sieht man, dass in der Kammstellung, wobei mit dem Fuß der Körper von Person stehen ca. 45 Grad an den Gegner dran. Darauf zu achten ist, dass der Schulter immerhin angewinkelt sein müssen. Dabei die gesamte Körperhaltung, ja, in Einklang steht. Details. Beginn nach der Fußstellung mit der Handstellung. Indem, dass man zuerst die Fußstellung immer wieder von vorn anfängt und gleich üben. Der Handstellung beginnt sich mit der Schulterpartie und heben der linken Arm nach vorn hoch, indem, dass man Faust machen, die nächstdehne, dass die rechte Hand an den Schulter, an der Seite, wobei zu achten ist, dass die Ellbogen genauso fest liegen an Körbe. Danach bildet sich die rechte Hand ein Faust. Hebt die rechte Hand hoch, senkrecht, die linke genauso und die beide jetzt so gut wie fast parallel laufen, angewinkelt nach außen. Das sind der Kampf. Handstellung der Thais, wobei die gesamte Körper so betrachtet ist, in der Richtung. Wenn beide Arme wird sich angewinkelt, dass der Armpartie von vorn aus sehen, ist rechtwinkelnd sein müssen. Wird die erste, die linke Arm hoch gehoben, bildet sich eine Faust. Die rechte Hand fasst sich an den Schulter und der linke angewinkelt der Arm bis zum senkrecht an Boden. Die rechte bildet sich eine Faust und dehnt sich auch, das ist der Parallellauf mit dem linken, beugt sich die Körperlunte
so dass die Körper die Augenhöhe die erste Faust und winkeln die beiden Ellbogen nach außen. Details. Wird die Oberkörper zuerst einmal gewechselt, dann kommt der Schritt. Und nicht umgekehrt. Genauso die vorgeführte Oberkörper zuerst einmal wechseln zu der nächsten Kampfstellung, dann der Schritt. Genauso das. Und das braucht man persönlich selber zu üben. Die Vorderfuß, ja, nach außen angewinkelt, circa 45 Grad. Hebt die hintere Fuß, dreht auch und die Ferse hoch und kommt nach vorne. Die nächste weitere Schritt genauso ähnlich. Vorwärts gehen. Indem die vordere Fuß angewinkelt nach außen und die hintere Fuß nach vorne. Hat sich aber zum Gegensatz zu vorwärts etwas anderes, indem das vor die Fuß angewinkelt wird und stoßt dadurch nach hinten. Die weitere Schritt wird die gleiche durchgeführt. Es ist eine Anwendung, tatsächlich wird. Sieht so aus, dass man mit der Geschwindigkeit Fortschritt genauso eben rückwärts. Der 3 geht auch von links nach rechts an aus, genauso von rechts nach links. Die hat sich nur unterschieden Ausführungs, indem einmal umzudrehen. Weiter, weiter. 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 Heiß. Geht auch im Kreis herum, indem dass man sich bewegt in dem Kreis. Man stoßt die hintere Fuß, ja, ans in eine Richtung zu drehen. Bleibt das so. Um der Kraft
durchzusetzen, eigentlich ist die Körperhaltung die Höhe, genauso wie die Augenhöhe, andererseits. Man sieht, dass der Kraft zwischen Arm, wir kommen hinaus, durch bis zu den Beinen. Und diese, die Kraftübertragung, in einer möglich eine Linie sein. Wobei man kann ausprüfen, wenn es Druck ist, die Verstärkung dadurch. Also die hintere Bein ist dafür da, um der Kraft zu stürzen nach vorne. Die andere Bein wäre es nur für die Körpergewicht zu halten. Man geht davon aus, dass dieser Faust Hand alleine, im Grundsätzlich ist Faustformat, kann aber auch durch ans Abwehr dienen für diese Seite. Und das ist, im Grundzüge macht man ein Faustsymbol. Weil wenn man jemanden einschlagen, davon abgesehen, kann aber auch einen Gegenschlag bekommen. Und dadurch hat man eben diese dafür gleichzeitig zu sorgen. Man greift jemanden an, ans Auge. Man muss an die Verteidigung denken. Andererseits, wenn man mit der anderen Schlag von anderer Seite aufgeführt wird, erkennt man in diesem Moment, dass dieser Schlag in andere Position zu erinnern, dass man, wenn man ohne diese Arm wäre, dadurch sieht man, dass hier eine inzwischen wacht. Man wird das Gesicht, wenn eine Gefahr kommt, hinlehnen und dass hier genauso ein Platz inzwischen. Zusätzlich wird für einen normalen Verbrauch wird so gehalten und die andere Hand abzuwehren. Man muss immer darauf achten, dass der Schulter diese die Höhe sei. In einer Position kann die Schulter hochgehoben werden, ja, dass man in diese einen Berg, wobei die das dadurch, dass die gesamte Körper schützen kann. In dem Moment sagt man, dass eine Schlag, man führt einfach so in geraden Form, man schlägt sich nach vorne. Und das sieht, dass die Hand kann auch zugemacht werden, kann eine Faustsymbol gemacht werden, zurückziehen. Wenn man eine Weile geübt hat, kann man natürlich Geschwindigkeit antreiben. Die Geschwindigkeit kann, man beginnt mit der ganz langsam an und immer schneller eine andere an sich, wenn man schon geübt, mit der schnellen Schlag schon. Man hat sich zu denken, dass man schlägt nach vorne mit der Geschwindigkeit. Aber wenn es zurückzieht, ist etwas langsamer. Um überhaupt der Körper, der Kraft, die Übertragung schonen können. Andererseits, wenn man richtig einen Schlag ausüben bis zum Perfektion ist, man geht den Weg weiter hinaus, indem, bevor man schlägt, man nimmt die Schulter nach vorne, um diese Druckkraft erzeugen zu können. Man schlägt mit Beginn ganz einfaches Bewegung. In späterer Zeit mit der Schulter zuerst vor und drückt die Faust gerade hinaus. In dem Moment durch die Schulter vorbeugen, zwingt automatisch, dass die Hüfte nach vorn geht und die Richtlinie, dass die Sturzkraft dabei hat. Wobei die spätere Faust, die nach vorn stoßen, doppelte Kraftauswirkung erst vom Körper und zwei von dem Faust. Dabei einen richtigen Schlag wird so aussehen. Das sind eine Grundzüge Schlag des Thailand Sportkampf oder die man später als Muay Thai genannt wird. Einmal nach dem Grundschlag der Thais hat man auch der verschiedene Schlagmöglichkeiten in der Schlagmöglichkeit. Wir haben uns die Faust mit dem Verstand, dass wir die Faust machen,
festen Faust. Die Daumen ist nach vorne. Die Schlagkraft der Stoß wird die gesamte Oberfläche der Faust getroffen und nicht wie gewöhnt oder wie bekannt nur mit auf die Knöchel. Wenn man davon auszuüben versucht, man muss dabei sehen, dass wenn irgendeiner Faust stoßt, muss genauso die ganze Fläche anstoßen. Wenn man von Seiten sieht, ein Faust tritt nicht, man wird die Faust nicht so gehalten, sondern da unten ist eine Einlinie möglich, fast. Und die Druckkraft nach vorne, Windstoße. Wenn man von Seiten sieht, diese Unterseite immer fast parallel in einer Linie. Jetzt würden wir uns sehen, wenn eine gerade Schlag durchgeführt hat, muss ein bisschen in die Schulter weisen, ja. Diese gerade Schlag, man hat in dem Ziel bei der Übung, kommt in den Brust. Das Körper, das Gegner, in dem, dass man genauso hinzustoßen. Es ist möglich, dass man auch in gleicher Parallelschlag Richtung Gesicht, Richtung Kinn, Richtung Bauch. Es ist nicht ausschließend, dass wenn die Kurve noch mehr beugen wird, dass man so tief reinschlagen wird. Und diese gerade Schlag kann auch bei der Tiefe nach oben richten, dass man genauso wie eine Steigungslinie hochkommt. Das sind eine gerade Schlag, dass von der anderen Seite kann man auch genauso sehen, dass man einschlagen, in dem zum Ziel kommt. Wobei, dass man sehen, dass in der Ziel hinzukommen ist, jede Seite im Moment des Ziels die Druckkraft erzeugen müssen, in theoretisch diese Körperhaltung muss immer eingehalten werden. Würde die Begehrtswert, und zwar eine Kurveschlag. Der Kurveschlag unterschiedlich von europäischen hier, dass die Kurveschlag in europäischer Richtung wird, ohne weiter als das oder als das. Ein thailändisches Begriff. Wir drehen den Faust nach außen bis zu einem gewissen Winkel reinschlagen und herausholen. Jetzt nochmal. Ausdrehen, reinschlagen und rausziehen. Man achtet immer auch dabei, während ich schlag, dass auch der Verteidigungsarm immer vorhanden ist, indem, wenn dieser Moment die Gegner angreift, der kann sich öffnen, zu verteidigen und auch andere Seiten des Körpers abwehren können. In dem Moment zieht es sich wiederum zurück. Die Verteidigung am bleibt immer da. Andererseits führt den Schlag, indem dass man später herauszieht. Wer die Schlagtechnik durch, so steht, dreht nach außen, reinschlagen, heraus. Immer in der Kampfstellung bleiben. Man denkt immer damit nicht nur, dass man angreifen kann, auch wer die angreift, kann auch angegriffen werden. Somit die Verteidigung hat, muss immer vorhanden sein. Die Geschwindigkeit dadurch liegt in dem, dass man so reinschlagt in dem Moment, dann wird langsamer und zurückziehen. Wenn man übt, bis zum Geschwindigkeit hat, ziehen es dann
merkt man, dass die Schulter, auch wenn bei Perfektion ist, die Schulter geht immer vor in dem Moment. Dann dreht man sich, Schlag und Nein ziehen man aus. Das ist ein Kurvenschlag, der heißt. Der Schlag wäre ein Gemisch, und zwar zwischen Kurve und die Gerade. Das ist die dritte Möglichkeit einer Schlagtechnik, indem dass man zuerst die Kurve andreht, nach unten, die Verteidigung armbare hochziehen und dreht sich wieder zurück zum Ausgangsstellung. Noch einmal. Man dreht hinteren Arm, macht eine Kurve wie vorhin, streckt und jetzt senkrecht durch nach oben, bis man achtet darauf, dass es nicht nur bis hier geschlagen wird, sondern richtig hoch sieht nach oben, zieht die andere Arm zurück und hat diese Stellung. Man kann von anderen Seiten auch sehen, indem dass man diese eine Ausgangsstellung reinschlagen und dann zurückziehen. Diese Schlagtechnik sagt man immer ans Gemisch, und zwar zum Kurve und die Gerade. Man steht sich der Hand vor, während jemand eindrehen, nimmt die andere Arm, die Verteidigung ab, waagerecht. Warum ist es waagerecht? Um damit sich die Verteidigungslinie halten zu können. Man dreht sich in dem Moment, das sind drei wie Kurvenschlag, zieht den Vorderarm nach hinten, streckt die andere senkrecht nach oben. Soweit es möglich ist, dreht sich nach außen, zieht das wieder. Noch einmal. Man dreht so ran, zieht hoch und kommt wieder zum Ausgangsstellung. In der Teile des Sportkampf, man übt nicht nur eine Seite, sondern man muss links und rechts kann. Man kann nie davor vorher wissen, welche Seite man eigentlich benötigt, um diese Kampftechnik auszuführen. Dafür wird immer gesagt, dass alle Technik, die ausüben, derjenige, der sich ausüben muss, in der Lage sein, link ans Auge, rechtsseits zu machen. Andererseits dreht man das, dreht man sich um, ranstoßen, ziehen die andere Arm an, kommen raus, wieder zum die Ausgangsstellung. Im einen schnelles, man sieht vor, ziehen es zurück. Siehst vor, sieht es zu. Das sind die Übungen, deren die generell für die Anfänger, die erforderlich ist, für Schlagtechnik kennenzulernen. Man darf es eigentlich vergessen, es gibt die Grundzüge des Teils vor der Schlagtechnik, indem man steht. Man schlagt mit gerade rein. Das sind die erste Grundtechnik, gleichzeitig dient auch ans gerade Schlag. Die zweite nimmt die Kurve, schlagt man sie vor, heranziehen, das sind die zweite Schlag. Der dritte Schlag, den man so, ist in ein Gemisch Kurve. Vorhin haben wir gelernt über den Fausttechnik. Die nächste sehr wichtige Faktor bei der Teile des Sportkampfes ist der Fuß. Die Gebrauch vom Fuß der Teil. Man sagt immer wieder, der Teil benutzt den Fuß. Nicht nur um Schritt zu gehen, fortzusetzen, sondern man benutzt den Fuß auch an einer der wichtigsten Waffen zu kämpfen. Diese Fußtechnik, man hat eine Grundübung von dem Fußtraining als eine gerade Stoß. Hauptsache ist, einfach den Bein oder den Fuß in die Luft zu bewegen. Indem
dass man einfach von vorherigen Kampfstellungen der Fuß hochschlagen in der senkrechten Richtung nach oben. Wenn man diesen Fuß nach oben streckt, man achtet immer wieder, dass hier etwas Leid angewinkelt wird und der Fuß nicht so wie üblich beim Stehen, sondern ausgeklappt und das ist fest. Die Treff kann von Spann bis auch bis hier, die Seele eines Fußes. Und wenn man kickt, man achtet darauf, dass man den Kick hoch und gleich wieder sofort zurück. In dem Moment leidet die Knie. Man muss daran denken, dass man kickt, schnell, langsam, leicht und stoppt, so angewinkelt, so wie da bleibt und nicht mehr. Und dann erst nach einem gewissen Sekundenbruchteil kann man wieder zurückgehen. Indem die Übung nach vorn stoßen und bremsen. Andere Seite. Merkt man, dass in einer Kick, man kickt einfach hoch und bremsen in einer gewissen Zeit und geht wieder zurück. Beim schnellen Geschwindigkeit merkt man vielleicht es nicht. Und sei nicht enttäuscht, wenn man selbst von Anfang an nicht die Möglichkeit hat, so hoch kicken, manchmal sagt, ich möchte im Kopf, aber das Licht, den Wert, diesen Wert, der teilt gar nicht. Wir sagen einfach, wir sind genauso wie Kinder, die angefangen. Man muss von klein anfangen und immer größer werden. Und außerdem, der Kicktechnik, die gefährdet nicht nur unbedingt den Kopf bereit. Vielmehr diese normale Höhe, die jeder Mensch erreichen kann. Es reicht schon zu gefährden. Die Rippen, die Bauch, ja, die ganzen Körperpartien, das ist ausreichend, um den Gegner gefährden können. Der Kicktechnik, der heißt, man beginnt einfach mit einfachen Bewegungen, dass man einfach die Beine hoch und bremsen in diese Stellung, ja, und dann nach einem gewissen Bruchteil von Sekunden steht es zurück. Niemals, ich möchte nochmal betonen, ich würde mich sehr traurig, wenn einer meiner Schüler dadurch leiden muss, indem, wenn ihr kickt und gleich schnappt, ranziehen, in dem Moment leidet den Knie. Wie alle üblichen Thailänder, bei uns verstehen kaum, dass die Meniskus im Bein haben, im Knie haben sollte und ich möchte auch nicht, dass meine Schüler haben. Denkt dran, wenn man nach oben kicken, bremst, heißt aber noch lange nicht das ran knicken, sondern durch den Kick den Körpergewicht der Beine selber runter und bremst. Die bremst nur diese Bereich und nicht die. Die lassen die Natur und das wird so bleiben. Danach geht runter. Bei einer Übung übt man genauso von Anfang an und immer höher wird und immer höher wird. In einer späteren Zeit, wenn man schon sehr gut kann, man dreht sich, ja, indem dass man die Körper nach vorne, genauso wie vorhin, indem die Hüfte nach vorne drehen, gleichzeitig den Knie hochziehen, nach vorne schieben, indem dass man so halten und dann die nächste Kick ausführen. Das sind die Perfektionen. Mit der Zeit kommt man das mit, dass man so gehen wird und kickt. Ich zeige Ihnen ein Beispiel, dass so stehen und wieder zurück, nochmal und zurück. Wie üblich in der anderen Seite genauso, dass man so stehen und halten. So. Natürlich, in einer Kampfpraxis, in Erfahrung, wird man nicht mehr kaum zu spüren, dass man bremsen wird. Man steht einfach so, kickt, zurück. Oder man geht einfach
kommt das raus. Das ist eine Ausübung von Grund, kichtechnisch der Kreis. Da darf eben das eine Grundstellung kich verstehen, dass man von unten nach oben. Und jetzt für die Fortsetzung des Kiches, wir haben die nächsten Kich und zwar parallel. Die Parallelkich beleuchtet auch, dass man von dem Fuß hoch und parallel reinschlagen. Indem das Übung gesagt wird, dass man so stehen und kick. Diese Parallelkick ist parallel zu dem Boden. Und die Parallelkick, dabei sehr wichtig ist, dass die Körperhaltung, das hier neigt sich und hier nach hinten zum Schützen. Das sind die Grundstellung. Und da oben genauso schützt vor dem Angriff, die eventuell möglich ist, kriegt man, dass wenn man kicht gleichzeitig, dass man etwas abwehrt, solcher Art, oder dass man gleich abwehren und gleich die nächste schlagen. Das ist die Möglichkeit des Lebens. Somit, man muss vorsorglich immer schützen. Die andere Seite wird genauso, dass man kicken, parallel, Körper, dann merkt man, dass die Körperhaltung so rübergeht und die Schutzvorrichtung in links und rechts, in diese. Die Parallelkich sind der Kich, die ist sehr gebräuchlich in thailändischer Kammmethode, aber dabei zu achten, dass man, wenn man kicht, man muss möglich, dass die Körper still halten, während die Kich. Man kann so stehen und kicht, wobei die Körper bleibt stehen und Gewicht halten können, dann ziehen es zurück. Es muss nicht unbedingt, dass wenn man kickt und gleich wieder zurück, man kann aber auch durchkicken, indem dass man so stehen und einen Kreis umdreht. Achtet darauf, dass wenn man kickt, nicht das so kicken und die Balancierung verliert wird. Es soll nach Möglichkeit, dass man Körper stillhalten kann, die Gewicht lagert richtig. Bedenken ist der Schlag, nicht der Kichschlag, die gesamte Körpergewichtsschlag, sondern nur die Drehkraft, der an die Aufgegner zukommt, in erster Linie. Die Körpergewicht zum großen Teil auf den Boden stützen, wenn man so steht und dann zurückkommt. Oder man steht so, wieder zurück zum Ausgangsstellung. Das sind der Kick, der die Parallelkick. Man kann Parallelkick in verschiedener Art. Ich zeige jetzt, das ist Parallelkick von Körper eines Menschen in verschiedener, zum Beispiel. Die Zellen zum Parallelkick zählt es auch, wenn man so runter und kickt. In dem Moment, dass man sitzt und parallel reinkickt. Ich muss leider gleich durchführen, weil die langsam, es wird kaum möglich, dass man so steht, wieder zurück. Genauso, wenn man allein übt, man kann nur beim Stehen runtergehen, kicken und wieder zurückkommen. Andererseits, für die Maßstab würde diese höher kicken. Das ist sehr leicht. In andere, die noch schwieriger wird, man macht auch Parallelkick, aber zum Hals bereit. Indem, bevor man einen Partner haben sollte zum Üben, dass ihr immer darauf achtet, es macht ja nicht, ob man Kraft mit Kraft reinschlagen oder nicht, aber Sicherheit geht vor. Man steht so und kickt genauso ran. Davon abgesehen, obwohl das hier gehalten wird, aber manchmal tut es auch bei. Wenn man nicht sicher ist, dass man das schaffen, um die Körper von jemandem, die mit trainieren, nicht verletzen können, lasst ihr mit der Handfläche die gleiche Höhe so anstehen und dann stehen gegenüber und kickt
das Hochleiten. Es wäre wesentlich besser. Andererseits, der Kick hier selber, wenn man hier reinkicken, man muss darauf achten, dass es kickt, nicht nur, dass man einfach so kicken, sondern obere Teile meistens die Leute vergessen zu verteidigen. Indem, dass man kickt, das muss immer gewährleistet sein. In späteren Zeiten, man den der kickt, so parallel kickt. Man geht genauso wie die Grundtechnik, die von Anfang an war, die Grundübung. Das sind Grundübungen. Bei späteren Zeiten beim Kick geht genauso zur Grundübung wiederum zurück, indem, dass man hoch so geht, aber wer die Kick geht so rein. In einer Linie gesehen ist man eben den Bein so hoch und so gehen. Für Anfänger, da wird so etwas, was eine Wurbel sehen, Kurve. Für spätere, ein sehr gutes, geht so und geht rein. Das sind die Schwierigkeiten da, der, wie man eben ausübt, so gehen und drin. Und das sind die Kick-Möglichkeiten als Parallel. In Teil zählt zu einem der wichtigsten oder für die Thailänder Begriff selber sehr gefährlich ist, nennt man eine Senkkick. Der Senkkick ist im Gegensatz zum Grundsatz eines Kicks, dass man der Fuß von unten nach oben oder etwas schräg da rein anstoßen. Vorher hat man auch gelernt, dass man Parallelkicken gibt, Steilkick gibt. Und jetzt ist es senkig, indem geht etwas höher an den Zielen, die man schlagen will, senkt sich herunter und reinschlagen. Genauso wie die Flugkörper, dass man hoch und an eine bestimmte Stelle hineingeht. Diesen Kick ist sogenannter Druckkick oder senkig. Ist sehr, sehr gefährlich ist, man übt hinaus, dass wenn man so geht, in dem aufpassen, dass die Körper in diese Höhe, danach druckt sich weiter und druckt sich nach unten. Nochmal. Noch einmal. Dann merkt man, dass die Kick geht so und geht runter. Jetzt halte ich meine Hand vor, indem dass die Kick geht richtig vorbei. Dass die Kick geht hier rüber. Andererseits zum Kicken. Diese Kickarten nennt man Senkkick. Dadurch gewinnt man der Druck in den Körper. Man kann sagen, dass zuerst einmal man übt mit dieser Höhe, dass man einfach der Körper so steht, wo über den Ziel dieser Bein eben genauso in sie geht höher hinein drücken. Wenn bei der Schnelligkeit macht man einfach das so steht, heben Bein hoch, runter und kicken dabei. Immer wieder wird man dafür gesorgt, wenn man zum Ausüben, dass die Sicherheit muss gewährleistet. Und man kicht solche Art ist so fern, dass man vorher zwei Kicharten nicht sehr gut kennen oder nicht ausreichen. Ich empfehle persönlich nicht, um diesen solchen Kick auszuüben. Dieser solche Kick fordert noch viel mehr Wissen und Können. Ich zeige nur einfach, dass diesen Kick kann man genauso in diese Höhe hineinkicken. Das sind die Möglichkeiten. Muss man aber nicht tun. Wenn man üben sollte, soll man nur diese so zu üben. Und testet man selbst, ob man sich über die Kurve hinausgehen und inwieweit, dass man kicken kann. In dieser Höhe sieht man schon, dass die Beine gehen einfach hier rüber. Und nicht, dass es das hier, machen wir mal aus, so stehen, man steht das einfach so, kickt hoch, nach den Beinen hier hoch, dreht sich, und kicht
Sorry. Genauso, anderen Seite, so hochkicken, das runter. Das sind Kickart, das heißt, dass man in eine bestimmte Körperreihe einschlagen wird. In alle Höhe, je nach beliebig. Das sind der Kicktechnik, die man benutzt. Ich wiederhole noch einmal, die Kickmöglichkeit hat man in einer ersten Linie, indem man gerade steht, nach oben kicken, es ist einfaches. Genauso, dass man etwas schräger ist, ist auch genauso von unten nach oben. Die zweite Linie ist der Kick, wobei, dass man Parallelkick bezeichnet. Die Parallelkick, genauso, dass man so parallel mit dem Ziel von Seiten eingeschlagen wird. Die dritten Kick, das sind von oben nach unten reingeschlagen. Die anderen Seite genauso reinzuschlagen. Diese drei Kick sind Grundvoraussetzungen oder Grund, die spätere einer Kicktechnik in mir zahlreich verbreitet wird. Wird auch eine Waffen der Kreise. Ellbogentechnik, wir haben auch genauso die Grundübungen. Und zwar, die erste Ellbogentechnik wird von oben nach unten geschlagen. Jetzt kommt man in eine Kampfstellung. Und jetzt, wenn man Ellbogen macht, macht man von oben nach unten. Dabei hat man nochmal zu achten, wenn man Knie und Ellbogen ausüben ist, dass die Handfläche nicht mehr Faust, sondern richtig Handfläche. Warum so? Wenn man eine Faust macht, das ist die Gefahr groß, dass man sich selber verletzen kann. Dadurch, bei Ellbogentechnik, macht man ohne Faust. Noch einmal wird gesagt, das ist von oben nach unten. Von anderen Seite wird genauso. Von oben nach unten. Diese Ellbogentechnik ist viel mehr, dass man schlagen, wenn man schlagen, man schlagen, wenn man von vorn sieht, ist so gut wie fast senkrecht. Dass man so steht, ist ein Faustformat, macht die Faust aus, heben zusammen, ranziehen. Dabei Kopf halt mit dem Ellbogen zusammen zum Schutz. Und durch die Ellbogen die Kraft nach vorne reinschlagen. Und die gleiche Reinschlagen hat man auch daran gedacht, wieso nur nach unten schlagen? Man kann genauso nach oben reinschlagen. Da hier entsteht auch die andere Ellbogentechnik, und zwar von unten nach oben. Die Übung wird zeigen, dass wenn man schlagt, die Übung nach oben. Diese Ellbogen, die nach oben reinschlagen, die Kopf immer daran festhalten. Noch einmal, die Übung von Ellbogen von unten nach oben. Andere Seite wird genauso von unten nach oben. Ab sieht man dabei, dass diese bis zum Höhe hier und die Hand schützt gleich Hinterkopf. An der Wurzel die Schläfe. Dass man hier nicht verletzen kann. Und man achtet auch darauf, wenn man hier so machen, dass hier die Ohren, dass niemals, dass sie so zu machen. Weil wenn irgendetwas eine Angst lösen, kann die Trommel fehlplatzen. Man schützt so weit, dass man ein Gewissen noch einen Freiraum, dass wenn man hier randuckt, entsteht keiner Druck zum Innenohr. Diese Ellbogenschlag gehören auch wiederum einer Parallel-Ellbogenschlag. Bevor man Parallel-Ellbogenschlag, ich würde gerne erstmal zeigen, indem dass man von der Übung aus einmal, man kann aber auch von hier aus an, von dieser Stellung von vor der Hand, einfach hoch.
eine Übung durchzuschlagen ist. Das sind parallel. Der Ellbogen läuft parallel in die Höhe. Jetzt richtet nach die Höhe des Körpers an, wenn man tief steht. Man kann auch parallel in den Tiefen. Ist unabhängig. Hauptsache ist parallel zu dem Boden. Noch einmal. Das sind parallel Ellbogen. Zur anderen Seite. Die Ellbogen parallel wird so gezeigt. Je nach möglich so weit einschlagen bis zum Backen, genauso an den Schultern ankommen. In manchen Situationen geht man so weit, dass ein Kopf genauso heranliegt. Zum Üben reicht auch, dass man so hat. Wenn man auf den Kopf nach oben sieht, dann sieht man das gleiche Mitte Körbe genauso hinter das Ellbogen. Andererseits geschieht genauso, dass man hochheben und prüfen kann, ob hier eine Gerade ist mit dem Körper nach vorne. Die Ellbogentechnik, viel Fortschritt, man greift den Ellbogen an auch in dem verschiedenen von den Körperteilen hier. Einmal, man steht die Ellbogen gegenüber von oben nach unten reinzuschlagen. Einmal von unten nach oben reinzuschlagen. Letzten Endes ist doch eine Parallele zu schlagen. Das sind die Ellbogentechnik der Teile. Eine Kampftechnik, diese waffenlose Kampfkunst. Vorhin hat man mit dem Ellbogen gelöst. Die Ellbogen ist der Einknick von Arm, Oberteil und Unterteil. Der Knie ist auch nicht anders, dass der Knick von Bein, Oberteil und Bein Unterteil. Anders wird so zu sagen, dass die Knie im Bein so gut wie eine Ellbogen. Von beiden. Die Möglichkeit von diesen Ausnutzung des Knie besteht sich auch in erster Linie etwas schwieriger, weil man muss stehen mit zwei Beinen. Wenn du mit einem Bein stehen und noch dazu die volle Kraft reinsetzen, im Gegensatz zu Erdboden, dann wird etwas für die körperliche Haltung schwieriger. Eine erste Kniestoß wird so, dass die Knie nach vorn hoch genug und diese Knie, die das Druck ist, das kommt auf Gegner zu, wobei zu achten ist, dass diese immer in eine ausgeklappte Bein niemals so machen, weil wenn die Knie so stoßen, das wäre ein Hindernis. Somit stoßt man den Knie in diese. In dem Moment ist stoßt da hier, dass man dieses Stoß zuerst einmal zum Gegner hinein und zweitens Druck der Gegner nach hinten, dass ihr keine Kraft mehr habt, jetzt zu kontern. Dabei, diese Knie wird gezeigt in zwei Seiten. Erstmal von der linken Seite, zweimal von der rechten Seite. Von vorn gesehen, diese Knietechnik, man steht gegenüber, zieht hoch, merkt man, dass in die Mitte des Körpers, hier ist in die Mitte hochgekommen und nicht diese nach außen, sondern man beugt den Knie nach innen zu stoßen und wieder zurück. Wenn man Knie ausübt, man muss darauf achten, wenn man hochgeht, das bleibt. Und Körperhaltung und Versuch probieren zu drucken. Wenn die Körper nach dem Druck immer noch stehen können, dann haben sie man richtig geübt mit dem Knietechnik und geht herunter.
geht links ans Aus, genauso zur rechten Seite. Man kann aber auch mit vorne Bein Knie ausüben, nicht nur hintere Bein. Unabhängig davon, wichtig dabei, werden die Knie in die Luft gehoben werden, dass die Körperhaltung eines Schwergewichts in einem Bein in üblich gelagert wird. Und die Balance ist sehr wichtig. Die nächste Kniemöglichkeit, da das Knie braucht sehr viel Stabilität. Man hält den Gegner mit der Hand gegenüber durch und zieht den Arm der Wand und mit dem Knie entgegengesetzt des Stoßes wird. Indem bei einer Übung wird gesagt, einmal Knie Übung, dass man so steht und Ausübung vom Knie. Jetzt zum anderen Seite. Diese Knieausübung. Man übt mit der Hand von vorn zusammen an. Hebt bei Seiten, ziehen das runter, gleichzeitig im Knie entgegengesetzt. Hochziehen. Andere Seite. Wenn man später schon üben, es empfehlen wird, da richtig volle Kraft ranzuziehen, links und rechts. Wobei in einer Wirklichkeit diese Hand, die beide hier halten, haben den Gegner gegenüber ranziehen und ranstoßen. Man kann hier ranstoßen, man kann aber auch hier ranstoßen. Und zum Handhabung diese Knie, man hält einmal das an die Grundzüge. In Wirklichkeit, man hält so an, dass die beiden Arme immer unbedingt zusammen und wenn man bei Seiten zieht, hält man das eine Stoß und eine zuklappt, dass im Gesicht des Gegners fest. Indem, dass man so halten, heranziehen, herunterziehen und beliebige Ausübung des Knietechnik. Wenn man das von weit aus sehen, dass man Gegner nach vorne drücken und stoßen. Durch diese Aufklappen, das sind für eine fortgeschrittene Technik, die noch weit aus löst. Man kann genauso wohl, wenn die Gegner so stehen, dass hier ran zusammen festklammert und dadurch mit dem Knie anstoßen, dass die Gegner keine Möglichkeit haben, mit seiner Hand zu verteidigen. Die weitere Kniemöglichkeiten sind eine Knie gerne mit Körper balancieren in Verbindung zusammengesetzt, indem das Knie nach oben stoßt und die Oberkörperteil nach hinten. Wenn eine Knie nach vorn stoßt, und Körperteil nach hinten. In dem Moment erreicht man, dass die Gegner kaum Möglichkeit zum Angriff haben. Gleichzeitig dieses Stoß kaum an den Gegner rankommt. Auch wenn es Gegner in dem Moment haben, dann kommt eher zuerst reichweit diejenige, die Angriff ist. Diese Knietechnik übt einmal links und einmal rechts. Bei den Ausübungen, man achtet darauf, dass man von vorne genauso, dass die Körperhaltung nach hinten, aber trotzdem noch stehen bleiben und nicht links oder rechts umkippen. Die andere Seite genauso so steht und es ist so. Diese Ausübung vom Knie besinnt sich auf. Erstens, der ist den einfach hoch
sind die Grundknietechnik. Die andere Seite, genauso die zweite Knietechnik besitzt sich aus, dass man den Gegner heranziehen, stoßen, raus, andersrum, ranziehen, raus. Die dritte Möglichkeit, mit dem Knie hochziehen, mit dem Körper balancieren. Andere Seite. Genauso. Das sind vier auch wichtige Teile. Ich habe bereit gesagt, in vier Einsätzen von dem Körper, und zwar Faust, Fuß, Ellbogen und der Knie. Wann geht der Teil des Sportkampfes aus? Man sagt, die Entfernung zum Gegner hinaus, zuerst einmal die Fuß an die weiteste Abstand. Die zweite sind die Faust, die zweite Abstand. Die dritte sind die Knie, die nächste Abstand. Die Nahkampf besieht sich man auf den Ellbogen. Diese vier Fundamente zur Kampf, die natürlich auch nicht vergessen darf, dass der Handstellung und die Fußstellung, die man richtig dehnen will, nicht vergessen wird. Das sind die Voraussetzungen und die Körperhaltung. Nach dieser Körperhaltung entstehen erstens eine gerade Schlag, eine Kurverschlag, eine gemischte Schlag. Die nächste würde mit dem Fuß. Der Fußtechnik entsteht zuerst einmal von unten nach oben, zweitens parallel, drittens senkig oben nach unten. Danach entsteht eine Ellbogentechnik. Die Ellbogen, die erste von oben nach unten, die zweite von unten nach oben, die dritte parallel. Typisch sind Knie. Die erste Knie steht so hoch, einfach von unten nach oben. Die zweite durch Heranziehen, Anstoßen, die zweite. Die dritte durch Ausbalancieren des Körpers. Diese vier auszuüben, das sind die Grundvoraussetzungen für Muay Thai.